Trade of the Day, 21.04.2022. Dann schauen wir mal, was wir heute so für Möglichkeiten wieder im Markt haben, besprechen aber vorher noch mal eine alte, und zwar den Aussie-Dollar 5-Minuten-Chart. Letzte Woche haben wir kurz drüber gesprochen und ich werde es euch auch nochmal oben hier einblenden, dass ihr es einfach sehen könnt, nochmal die Idee, die es gab und wieso die Zonen da sind. Ja, okay, also die Idee war, wir wollen long handeln und wir hatten hier diese Zonen vorab gemacht. Klar war, ich habe ja schon gesagt, na, ich warte erstmal bis die USA reinkommt. Das heißt, vor der US-Session möchte ich gar nichts tun, sondern ich warte ab. Okay, was ist denn passiert? Der Kurs ist nach unten gegangen. Das heißt also, der Kurs ist runtergegangen. Und bis die US-Session erstmal überhaupt kam, waren wir hier unten in der Zone. Super, das hat schon mal gepasst, weil in die Zone wollte ich sowieso rein. Und jetzt ist nur die Frage, gab es eine Möglichkeit, hat sich die Institution überhaupt gezeigt, damit ich long handeln kann? Und ja, das hat sie tatsächlich. Allerdings, wie wir sehen, ist der Outcome nicht sehr gut. Wir sehen, hier ist die Zone, von der wir sprechen. Ich gehe jetzt rein und wir schauen uns hier den Trade an. Und wir sehen, kein guter Trade. Ich bin hier eingestiegen, ich bin hier ausgestiegen, mein Stop war hier drunter. Das heißt, roundabout habe ich mein Risiko verdient. Ticken mehr, aber das ist nicht wirklich der Rede wert. Das heißt also, es ist kein guter Trade, der irgendwie viel eingebracht hat. Ja, der hat einmal das Risiko verdient und das war es dann auch schon. Aber ich habe manuell geschlossen. Also sprich, hier habe ich manuell geschlossen. Das war auch gut jetzt im Nachhinein, weil der Kurs ist nochmal wesentlich tiefer gegangen, aber er hätte natürlich auch steigen können. Aber in dem Fall habe ich jetzt manuell geschlossen. Warum? Naja, Freitag, Feiertag, Ostern. Da hätte es keinen Sinn gemacht. Und dementsprechend war der Trade leider nicht so gut. Die Logik war zwar wie immer vorhanden, aber man sollte vielleicht doch nicht kurz vor knapp handeln. Also wenn der Feiertag kommt, sollte man es nicht tun. Aber, und das ist interessant, das schauen wir uns nochmal kurz an. Hier ist nochmal das Bild. Und ich habe ja nicht nur diese Zone ausgemacht, sondern auch noch diese da unten. Wie gesagt, hier in dem Video, das ich euch vorhin verlinkt habe, schaut es euch an. Da könnt ihr es nochmal sehen. Da ist auch diese Zone mit drin. Und jetzt kommt das Interessante, weil was ist denn weiterhin passiert? Das hier ist weiterhin passiert. Wir sehen, dass der Kurs runterkam in die Zone rein und die Nachricht, also der Grundgedanke überhaupt hier long zu handeln, der ist ja nicht zerstört, der ist ja nach wie vor vorhanden. Also China fängt ja an, das Ganze zu tun und das stimuliert die Wirtschaft ja nicht nur an einem einzigen Tag. Ich wollte es zwar handeln aufgrund des Sentiments, was kommen könnte, aber natürlich ist ja diese Maßnahme von China nicht sofort weg oder verpufft, sondern die kann längerfristig helfen, die Wirtschaft voranzubringen. Und das hilft ja wieder Australien. Und genau deswegen wollte ich das Ganze ja handeln. So, und jetzt kommen wir in eine erneute Zone wieder rein, die wieder von den, wo die Institutionen sich gezeigt haben. Er kommt wieder hier rein. Und in dieser Zone ist der Gedankengang, dass China stimuliert, immer noch vorhanden. Und jetzt auf einmal zeigen sich wieder meine Freunde. Die Institutionen zeigen sich wieder. Also, was habe ich dann getan? Super. Gleicher Gedankengang. Ich handle den Aussie-US-Dollar wieder long. Obwohl alle sagen, nee, der muss short gehen, der muss short gehen. Der muss nun mal rein gar nichts machen. Wenn gewissermaßen wir eine Nachrichtenlage haben, eine makroökonomische Lage haben, die Richtung Long zeigt, dann sollten wir eher Long handeln, wenn wir sehen, dass die Institutionen sich zeigen und nicht aufgrund von irgendetwas einfach sagen, der geht Short. Macht keinen Sinn. Also, was schauen wir uns an? Wir schauen uns jetzt diesen Bereich an, weil da habe ich noch einen Trade, sprich, da bin ich immer noch drin. Den sehen wir einfach hier. Wir sehen hier den Einstieg, den ich genommen habe. Warum? Ja klar, weil sich die Institutionen gezeigt haben. Und wenn die sich zeigen, dann möchte ich auch da einsteigen. Das heißt also, wenn es Sinn ergibt, dann möchte ich auch da handeln, wo die Institution zeigt, dass sie auch etwas getan haben. Das heißt nicht immer, dass man richtig liegt, auf gar keinen Fall. Aber wenn man soweit alles getroffen hat, also sprich die Nachrichtenlage getroffen hat, dann das Technische, sprich sieht, wo sie sich positionieren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man richtig sein wird, also weit laufen lassen kann, doch recht hoch. Natürlich kriegt man Stops, natürlich sind die Stops sogar, werden öfters gerissen als die TPs, aber die sind immer super klein, das sind immer so sehr, sehr kleine Stops, also das heißt, man riskiert immer sehr, sehr wenig und dann bei einem Hitter, so wie hier, läuft das sehr lang. Also hier war der Einstieg, der SL war hier drunter, also recht knapp und der SL momentan liegt hier, das heißt also, egal was passiert,
Ich habe definitiv etwas verdient und das hat sich schon wieder gelohnt, dass ich letzte Woche nur meinen, naja, Mini-Trade hatte, der nicht der Rede wert war, hat sich jetzt schon wieder gelohnt, da ich up-to-date war, um was es geht und konnte jetzt hiermit so wieder einen schönen Trade haben und bin quasi für die Woche einfach schon wieder vollkommen durch. Okay, heute ist eh Donnerstag, da passiert jetzt eh nicht mehr allzu viel, aber eine Sache erwarte ich noch oder hoffe ich noch einen Trade zu finden. Schauen wir uns das jetzt auch noch an. Und wir haben heute nochmal Nachrichten, die hier rauskommen. Die sind natürlich nochmal recht interessant, finde ich. Und das könnte mir in die Karten spielen. Warum? Wir haben heute Morgen schon quasi Zentralbanker gehabt, die gesprochen haben. Und da haben wir den Güdons von der EZB, der sagt, hey, a rate hike is possible in July. Super. Ja, es kommt auf die Daten drauf an, aber das treibt natürlich, weil jetzt auf einmal fängt die EZB an sich zu bewegen. Wow, die wollen Zinsen annehmen. Das hat natürlich Auswirkungen auf den Markt und das kann helfen. Okay, ob ich meinen Trade finde, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, weil der Preis ist nicht mehr schön. Ich zeig's gleich. Und wir haben natürlich hier heute, schaut's euch an, noch einige Reden. Zentralbankenredner. Und das kann es natürlich wieder zerstören. Aber vielleicht finde ich ja einen Einstieg irgendwo um die 15 Uhr Zeit herum, vielleicht 15:30 Uhr, vielleicht sogar schon 14:30 Uhr. Das wäre vielleicht noch besser. Dann habe ich ein bisschen mehr Luft bis zu den Reden. Aber vielleicht finde ich einen Einstieg. Die Problematik ist, dass der Markt, Achtung, schon reagiert hat. Er ist schon extremst gestiegen. Und dadurch, dass er schon so extremst reagiert hat, ist es recht fraglich und gar nicht so wahrscheinlich, dass ich einen Trade bekomme. Weil ich möchte natürlich Long handeln jetzt den Euro-Dollar. Vorausgesetzt, die Nachrichten um 14:30 Uhr kommen auch entsprechend richtig raus. Wovon ich jetzt mal kurzfristig ausgehe. Das Ding ist aber, es ist schon eingepreist. Wir haben jetzt schon einen Schub nach oben. Hier kaufen will ich nicht. Ich will tiefere Preise haben. Vielleicht hier irgendwo herum. Ja, hier ist wirklich das Minimum, was ich irgendwie haben will. Ob ich das bekomme, ich weiß es einfach nicht. Aber wenn ich solche Preise sehe und jetzt die Institution sich zeigt, super, weil das ist dann wieder was, wo ich sage, ja, ich habe verstanden, um was es geht. Ich verstehe die Preislevels, also ich verstehe, wo die Institutionen sind. Dann will ich mit on board sein. Und das ist quasi das, was jede Woche immer wieder erneut abgespult wird. Die ganze Zeit. Jedes Mal. So wie letzte Woche auch. Wir brauchen irgendein Event, was uns sagt, was wir tun können. Wir müssen verstehen, wo die Institutionen sind, was sie auch machen. Und dann können wir dementsprechend handeln. Schwer ist es nicht. Aber es ist auf jeden Fall emotional etwas, wo man immer wieder dran kämpfen muss und an sich selber kämpft. Gut. Wer allerdings das Ganze erlernen will, der weiß es wahrscheinlich schon. Ab geht's auf unsere Homepage. Hier ein Erstgespräch mit uns machen. Keine Angst, kostet nichts, ist umsonst dieses Erstgespräch. Und dann finden wir raus, ob wir zusammenpassen oder halt nicht. Aber ich muss sagen, wir haben erst wieder Plätze zum 1.6. Das heißt, 1.5. ist schon wieder komplett durch, da gibt es gar keinen Platz mehr. Und wir haben erst wieder zum 1.6. Das heißt also, wer teilnehmen will, der muss das jetzt schon vorausplanen. Einfach nur, weil wir halt ausgebucht sind. Und ich weiß nicht, wie lange das jetzt wieder zum 1.6. schon hält. Das heißt also, vorher gibt es leider keine Möglichkeit. Und ich kann nur noch eine entspannte Restwoche wünschen. Schönes Wochenende. Das Wetter ist ja auch immer schöner mittlerweile. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Also bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.